Hallo Leute, ja, wir sind hier in Boxelteigen, ne, sind wir nicht, wir sind in Transportfieber und haben hier einen LKW, der jetzt hier 25 Pakete gerade abgeholt hat, das ist schon mal gut. Und hier sind noch sieben von den Päckchen drin. Und diese Päckchen, diese Päckchen nicht, wo sollen diese sieben 56er Linie, wo fährt er denn hin? Okay, der soll auch nach hier dann mitnehmen. Und von hier geht es dann wahrscheinlich mit dem Stahl nach dahin weiter. Okay, dann nehmen die den Stahl nach dahin mit weiter. Ja, das passt, das ist nicht verkehrt. Ja, dann kann hier auch weiter produziert werden. Stahl ist aber genug da, es fehlt an Kunststoff. Gut, dann ist das schon mal geklärt. Und der wird jetzt die Päckchen durchgehen, genau. Ich sag mal, er guckt das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, jetzt fährt er hier unten. Wer ist denn dahinter? Stahl-LKW ohne Stahl. Auch schlecht. Wo fährt der denn hin? Der fährt direkt dahin. Macht das Sinn? Von da direkt nach da fahren. Wenn doch von da auch welche darüber dahin fahren. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Oh, und drei Fahrzeuge sind da drauf. Wie viel fahren denn von hier aus dahin? Ist das Linie 27? Oh, Linie 27 kommt von da ganz hinten irgendwo. Aber das ist. Ist das der? Ne, das ist Linie 9. Ja, das war jetzt falsch. Linie 27. Das ist 58. Linie 27. Fahren da noch Fahrzeuge drauf? Nö. Das heißt, die Linie kann angedampft werden, ne? Linie verwalten und X. Ja, weg. Dafür haben wir den Zug. So, und jetzt sind wir noch mit 56 und 58 unterwegs. 56 kommt von hier. Und 58 kommt von da. Das heißt eigentlich, der bringt es nach da und die bringen es nach da. Hier sind 25 Päckchen, das ist die Linie. Was ist die andere Linie? Die 57er, die geht nach hier. Und da kann man auch mit Stahl fahren, ne? Das ist hier so ein LKW für alles, oder? Ja, alle Güter, dann kann er auch Stahl transportieren. Das heißt, die Linie 59 hier, die von da hinten nach da fährt, die können wir uns schenken. Puh. Kann ich das denn komplett eindampfen und dann ist das auch gut? Ne, Fahrzeuge auf der Linie, geht nicht. Fahrzeuge verwalten. Alle verkaufen. Ja. Und dann muss ich die Linie wählen und dann kann ich die löschen. Ja, und dann ist die weg. Dann sollte das mit den anderen funktionieren. Und jetzt kommt mir irgendwann der Zug mal an. Wo ist denn der? Ist der überhaupt schon irgendwo hier? Ja, da fährt er. Machen wir gerade schneller. So, dann kommt der nachher mit dem ganzen Zeug hier an und die bringen das dann weiter zum ersten Lagerort. Von da aus wird weiter verteilt. Das müssen wir gleich gucken, ob das funktioniert. Können wir hier mal reingucken? Zurzeit ist da ja nichts. Da ist Linie 58. Wann kommt der Zug? Gute Frage, ne? Ah, da ist er ja. So, der bringt den Stahl und das heißt, die können hier laden und fahren. So. Verschwinden die jetzt alle? Nee, ne? Jetzt liegen noch vier hier. Die LKWs, drei LKWs haben da schon alles genommen. Krass. Und jetzt müssen wir hier mal reingucken. Jetzt muss ja gleich hier einmal was in das Werk geladen werden, gebracht werden.
obwohl die schon genug haben. Und hier muss was für Linie 58 her, richtig? Nee, nicht Linie 58. Linie 56 muss was kriegen. Und Linie 56 wird auch was zwischengelagert. Und hier steht schon wieder, dass es überlastet ist, ne? Okay, das ist nicht gut. Konfigurieren kann man da. Güter. Kann ich doch hier so einen Lokschuppen noch anbauen, ne? Dann geht der Lagerkapazität besser, oder? Sieht wohl so aus. Dann geht da nichts verloren, oder? So, das ist ein 58er. Ne, 56er. Und der fährt nach hier. Das passt ja. Und von hier wird dann zu 57 weitergebracht. Dann klappt das wohl. Aber das größte Problem, was wir haben, ist hier. Linie 54 hat keine Transportmöglichkeiten. Ne? Da kommt gerade einer. Da ist noch nicht mehr voll. Kunststoff ist unser Problem gerade. Und das ist hier. Da liegt 64 und das kommt wo weg? Was transportiert der? Öl. Das ist dann die falsche Linie. Ne, da sind wir auch falsch. Hier sind wir richtig. 52 ist auch irgendwie Öl. Da muss es ja 51 sein mit dem Kunststoff, oder? Aber hier steht gar nichts. Wer transportiert denn jetzt bitte hier den Kunststoff? 53 hat er auch. Wie wird denn hier produziert? 69, das heißt, da ist schon mal ein LKW zu wenig wahrscheinlich. Und wollen wir jetzt hier ein Dingens da haben, ein Depot, Straßendepot. Fahrzeug kaufen. Der kaufen. Und das war 53. Ich hoffe es, ne? Die fahren mir gerade zu schnell. Der ist es. 53 ist es. Das heißt, der muss auf Linie 53. Und dann sollte das klappen, oder? Dann müsste es eigentlich jetzt besser laufen. So, wie sieht es denn bei denen aus hier? Okay, die können sich noch vergrößern. Sind erst auf Level so. Und hier stehen 57. Auf so einem LKW gehen, wie viel? 32. Das heißt, wenn die sich verstärken wollen, dann müssen die mehr Rohöl haben. Da sind hier die Tank-LKWs. Der ist voll. Der ist auch voll. Und ich glaube, es war noch ein dritter. Da ist er. Der ist auch voll. Wie viel liegt denn hier an Öl? 25 und 71. Das ist Linie. Okay. Und die andere Linie? Doppelt gemoppelt, alles klar. Allerdings ist hier ein anderer LKW, der fährt dann die Fässer hin und her und der andere ist ein Tank-LKW. Der bringt den Kunststoff weg, den kann der Tank-LKW, kann den Kunststoff nicht. Das heißt, die drei Tank-LKW sind eigentlich über, ne? Aber wir lassen das besser so. Und hier ist jetzt wie viel Kunststoff? 96. Und hier ist immer dieses Signal hinter, was uns sagt, dass hier nicht genug gelagert werden kann. Das ist noch das Schlimmste daran, ne? So, und jetzt ist das weg. Dann verlieren wir das nicht. So, und wo kommt jetzt hier das Öl her? Von hier. Das ist Linie 49 wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, die haben 89 Kubikmeter Öl oder wie viel, was für eine Maßeinheit das auch immer ist. Ist das der zweite davon? Ja, ist er. Und die holen das wo ab? Von hier hinten. Hier liegt 96. Und die kriegen das. Warte mal, das ist ja Rohöl. Hä?
steht doch hier angeliefert dann, oder? Nee. Linie 50 kommt von hier. Ja, hier ist das Öl. Die fördern ja. Und wie viel liegt hier? Hier liegt nichts. Das ist unser Problem. Hier gibt es nicht mehr Öl. Das heißt, wir müssen hier mal in den Lieferanten gucken, wo die Ölquellen sind. Da ist noch einer. Aber die bringen doch auch schon was hin, ne? Wo ist Linie 48? Die geht bis hier hin. Okay. Und dann hält er da auch an und bringt das da auch hin, ne? Lieferanten haben wir einen. Und Pelling ist da. Und der ist da. Nee, das wird nichts. Also Pelling wäre der nächste, den wir noch anschließen könnten dann. Aber wie willst du das machen? Obwohl, so weit ist es nicht auseinander. Nur dieser doofe Berg dazwischen, ne? Der ist ein bisschen das Problem. Hier rüberbringen. Bis zum Hafen. Aber das ist kein Güterhafen, das ist nur ein Personenhafen. Tja. Wie macht man es am schlausten, ne? Eigentlich zum Bahnhof bringen. Dann hier runterfahren. Bringt es auch nicht. Wir müssten hier abzweigen und das hier rüberfahren. Wenn wir das mit zum Bahnhof bringen, würde ja vielleicht noch Sinn machen. Und die fahren dann nach hier. Bäckerei kommt dann auch noch vorbei. Dann muss es auch noch rüberbringen. Das heißt, kannst du eigentlich nur hier hinfahren und mit dem Zug dann darüber bringen. Macht das Sinn? Eigentlich nicht wirklich, ne? Und das ist ja eine Ölraffinerie. Wo kriegt die denn ihr Öl her? Das ist die nächste Frage. Weiß ich auch nicht. Die sind doch alle ganz weit weg, ne? Ja, das ist alles auf der anderen Seite der Karte so gefühlt. Dörung. Wenn noch weiter weg. Kettemers Mühle ist hier. Ja, das bringt allerdings nach Pellingen was hinzubringen. Das ist ein Weltkartenunternehmen dann. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal überlegen. Ne? Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.